Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Karrieremodus mit Crystal Palace. Wir sind wieder am Start, sind momentan auf Tabellenplatz Nummer 7 und spielen heute gegen die Toffees aus Everton. Stehen auf Tabellenplatz 10 mit gerade mal 4 Punkten aus 3 Spielen. Da sind wir deutlich besser, das heißt, sie können uns nicht mal überholen. Das heißt, wir können nicht mal weiter abrutschen. Die Tabelle ist jetzt schon relativ geordnet, mehr oder weniger zumindest. Es gibt viele mit 4 Punkten, viele mit 3 Punkten, viele mit 1 Punkt. Das dürfen am Ende wahrscheinlich die Absteiger sein. Hull City, QPR und Leicester. Und vorne, das dürfte sich abgesehen von Stoke wohl auch wenig nur noch verschieben. Also auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wir wollen heute natürlich im Idealfall Sieger einfahren und werden dazu ein bisschen was ändern. Und zwar, ich weiß gar nicht, wen ich rausnehmen soll. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich nehme Matsch mal raus und stelle dafür den guten Ledley. Nee, Ledley ist kacke. MacArthur stelle ich dafür rein. Kelly bleibt, glaube ich, auch draußen, weil Ward, wobei Ward ist, ja doch, nee, Ward lasse ich drin. Hoffmann bleibt auch drin. Speroni bleibt auch drin. Und ansonsten brauchen wir, glaube ich, auch nichts ändern. Gale hatte ich überlegt, rauszunehmen für Fraser Campbell, aber ich glaube, ich lasse den drin. Wanyama genauso, Bolasi sowieso. Und dann denke ich mal, ist das eine relativ gute Aufstellung, um unser erstes Spiel zu gehen für diese Episode. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und das ging jetzt relativ schnell, aber bis gleich. MGT erstmals zu Gast im Goodison Park und die Toffees erwarteten seine Eagles zum Toffspiel, ja mehr oder weniger zumindest, der Barclays Premier League an diesem 6. Spieltag. Es war eine Partie auf Augenhöhe, zumindest momentan. Der Europa League Teilnehmer aus Everton nicht gut in die Saison reingekommen, aber in Liverpool wollten sie es heute besser machen und gegen die Eagles mal wieder in die Spur kommen. Die allerdings momentan in relativ guter Form, sollten aber heute mal wieder einen Sieg einfahren, zumindest wenn es nach Trainer MGT ging. Dafür hat er aber auch die richtige Aufstellung auf dem Platz, unter anderem mit Williams, der natürlich sehr viel Selbstvertrauen hat, eine klasse Saison bisher spielte, der walisische zentraloffensive Mittelfeldspieler. Davor dann heute wieder Dwight Gale, ja, er stand in der Startelf überraschenderweise. Man hatte spekuliert, dass Bart Finne wieder drin stehen könnte oder eventuell sogar Fraser Campbell, aber Trainer MGT vertraute eben auf seinen Topmann, auf Dwight Gale. Die restliche Startaufstellung quasi wie das letzte Mal, aber wir gucken erstmal auf Everton. Robles, davor Coleman, Alcaraz, Jagielka und Oviedo, auf der 6 Osman und McCarthy, davor Magidi, Miralas, Nathmes und Pierre-André Gignac im Sturm. Ja, der Franzose neu gekommen von Majay, direkt mal in der Startelf und wollte natürlich hier im Goodison Park sein erstes Tor im ersten Spiel erzielen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, kaum Änderung, Speroni, Ward, Dan, Hoffmann und Suarez in der Verteidigung. Davor dann Zaha, Wanyama und MacArthur auf der 6, Bolasi, Williams und Gale weiterhin in der Offensive. Finne also nur auf der Bank, genau wie Fraser Campbell, aber innen war sie auf der Bank, das heißt, Potenzial war auf jeden Fall da. Zaha, der wollte mal wieder ein bisschen mehr angreifen, zuletzt in der Kritik gestanden, aufgrund seiner nicht so wirklich überzeugenden Leistung. Das ehemalige Top-Talent von Manchester United wollte also heute richtig schön pushen, genauso wie natürlich auch Speroni, der eine klasse Saison bisher spielt und Williams, wie gesagt, im Fokus. Der Waliser hatte eine klasse Saison gespielt und wollte das auch heute weiter so fortsetzen. Wir gehen rein in die erste Szene und ja, zu Anfang, ja, passierte nicht viel und wenn es mal etwas passierte, dann auf Seiten von Crystal Palace, denn die dominierten so ziemlich die Partie. Der Ball hier auf Bolasi, der macht das da klasse, lässt Miralas aussteigen, die Flanke auf Dwight Gale mit dem Kopfball und Robles muss erstmal eingreifen, dann ist kein Problem für den Spanier, der auch Joel genannt wird, der hält den Ball hier äußerst sicher. Weiter ging es mit Williams, schöner Pass nach außen auf Wilfried Zaha, der geht in die Mitte, verliert den Ball, aber der kommt nochmal auf Wanyama und da kommt der auf Williams, ungünstige Position, der hat Selbstvertrauen, der zieht einfach mal ab und Robles kriegt Probleme mit diesem sehr, sehr scharfen Schuss mit dem linken Fuß von Williams, allerdings geht der nicht gefährlich ins Tor. Die erste Chance für Everton, dann dieser Schuss von André-Pierre Gignac nach gerade mal 43 Minuten, das war nichts bis zu diesem Zeitpunkt und wir gehen dann nochmal zur letzten Chance der ersten Halbzeit. Gale mit dem Ball, der hier geschickt wurde, ja, Jagielka steht da gegen ihn, verliert den Ball, aber kommt nochmal wieder und dann ist Jagielka da. Gale fällt im 16er natürlich kein Foul, sondern der Halbzeitpfiff vom Schiedsrichter. Also 0:0. Bitter für die Eagles, die das deutlich bessere Team waren im Goodison Park, aber es stand halt 0:0. In der zweiten Halbzeit konnte Everton theoretisch mal wieder angreifen, denn die Halbzeitansprache sollte sicherlich alles andere als freundlich sein. Speroni bisher mit wenig zu tun in der zweiten Halbzeit. Könnte das eventuell anders werden? Wir schauen mal rein. Die erste Szene auf Seiten von natürlich Crystal Palace. Es änderte sich also absolut gar nichts. Zaha schön über außen mit der Flanke auf Dwight Gale. Der Kopfball wieder gegen den Pfosten. Da ist Ward, der Rechtsverteidiger nochmal gegen den Pfosten. Robles mit Glück in der Situation, wäre am beide Welle wohl nicht rangekommen. Allerdings bleibt es so beim 0:0 und weiter versuchte Crystal Palace das Tor zu schießen. Schöner Ball auf Dwight Gale. Der ist im 16er und sieht MacArthur einlaufen. Der macht das klasse. Schuss aus der Drehung, aber viel zu schwach. Leider bekommt er da keinen Druck hinter. Wieder ist Robles da und hält diesen Ball sicher. Es ging weiter mit großen Chancen. Wieder MacArthur, diesmal mit der Flanke auf Wanyama, der Kopfball. Und wieder ist Robles da. Der war der beste Mann bei Everton auf dem Platz und der einzige, der so wirklich anwesend war und nach vorne spielte. Naja, beziehungsweise, was heißt nach vorne
vorne spielte. Das taten auch andere. Hier mal die Flanke von McGeady. Da war dann Gignac mit seiner zweiten Chance im ganzen Spiel. Die zweite auffällige Aktion des Franzosen und der Kopfball vollkommen unbedrängt. Neben Tor, den kann man schon mal machen. Auf der anderen Seite dann noch mehr Offensivpotenzial mit Fraser Campbell in die Partie für Wanyama. Das heißt, sie hätten eventuell hier nochmal die Chance, das Tor zu schießen und sie bekamen sie. Auf der anderen Seite die Flanke von Ross Barkley rausgeköpft und der Ball kommt zu Williams. Der leitet ihn schnell nach vorne. Das kann er ja. Der Ball kommt auf Finne, ebenfalls eingewechselt und der spielt weiter auf Fraser Campbell nach außen und in der Mitte ist halt Finne und der ist vollkommen allein. Der Pass kommt zurück auf den Norweger frei vorm Tor von Robles. Er vergibt. Da ist Williams. Der grätscht nochmal rein und der grätscht am Tor vorbei. Es bleibt beim 0 zu 0, 86 Minuten. Bitter, dass Finne den nicht macht. War eine Riesenchance und dann versuchte Williams nochmal Fraser Campbell in Szene zu setzen. Schöner Antritt des Engländers, aber er stand in der Schlussphase zu oft im Abseits. Leider Gottes dementsprechend keine Torchance mehr für Crystal Palace und es blieb also beim 0 zu 0. Bitter für die Eagles. Sie waren hier eindeutig das bessere Team, aber ja, die Toffees behalten einen Punkt im Goodison Park, behalten einen Punkt zu Hause in Liverpool und können damit sehr zufrieden sein, denn sie war das heute unterlegene Team. Ja, Crystal Palace nimmt einen Punkt mit nach Hause. Das ist fast schon zu wenig. In den nächsten Spielen müssen sie weiter angreifen und dann müssen sie vor allem die Chancen machen. Bitter für Finne, aber so läuft das nun mal im Profifußball. Ja, leider Gottes bleibt es beim 0 zu 0 gegen Everton. Das war ein sehr, sehr gutes Spiel von unserer Mannschaft. Der Abschluss hat er einfach gehapert. Finne konnte den Ball nicht ins Tor bringen. Er hatte auch eine schlechte Form. Vielleicht lag es daran. Im Endeffekt hat auch Fraser Campbell die ganze Zeit im Abseits gestanden. Aber was willst du machen? In der Situation ging es nicht anders. Wir spielen jetzt das Pokalspiel. Und danach eventuell noch eine Partie, je nachdem, ob ich noch Bock habe. Nach der Runde gegen West Ham. Danach geht es in der Liga gegen Leicester City. Also eigentlich habe ich schon Bock, weil es gerade Bock macht, mit diesem Team zu spielen. Aber mal schauen. Jack Butland lassen wir mal drauf. Wilkinson, Osman, Gutierrez, Joey Barton, Reveille, Kolo Touré und sonst niemanden packen wir runter. Wenn ich mal draufpacken will, ist ein anderer Spieler und zwar einer, gegen den wir gerade gespielt haben. Sepe, ach, den beobachten wir gerade, okay. Und zwar ein Zentralmittelfeldspieler, der meiner Meinung nach noch relativ interessant ist. Haben wir gerade gegen gespielt. Und zwar Besic. Muhammed Besic. Zentraldefensiv ist er eigentlich. Ist ein Serbe, wollte ich gerade schon sagen. Ist ein Bosnier von eben Everton. Und an sich ein sehr interessanter Spieler auf jeden Fall. Vor allem, weil der Transfer meiner Meinung nach relativ realistisch wäre. Schauen wir mal nach, wie das Ganze laufen wird. Wir stellen erstmal auf jetzt für den Pokal. Williams geht nicht, naja, den kann ich eigentlich nicht rausnehmen. Der ist so gut in Form, es geht eigentlich nicht matt, springe ich dafür wieder rein. Finne bekommt bald wieder seine Chance, aber ich lasse jetzt erstmal Gale drin. Bolasie, da könnte man überlegen, ihn vielleicht rauszunehmen. Die Frage ist für wen, weil Jong auch nicht so in super in Form ist. Punchien aber dafür. Ich glaube, ich mache das mal so. Und Zaha kann, glaube ich, auf links gar nicht spielen. Ne? Doch, kann er. Und Punchien kann auf rechts spielen. Und auf links aber auch. Ich glaube, ich lasse es aber mal so. Dann bleibt Finne auf der Bank, genauso wie Bolasie, Campbell. Wir haben auf jeden Fall Offensivpotenzial, defensiv auch noch ein bisschen was. Könnte auf jeden Fall so klappen. Aber Ward lasse ich mal draußen, denn der ist relativ schnell kaputt gewesen gerade. Deswegen bringen wir mal Kelly rein. Er ist 24 Jahre alt. Das heißt, das passt. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Partie. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche uns einen Sieg gegen West Ham. Und bis gleich. FA Cup war am Bowling Ground angebrochen. Und zwar bei regnerischem Wetter. West Ham United gegen Crystal Palace. Die Eagles gegen die Hammers. Angereist natürlich hier, um zu gewinnen, um die nächste Runde einzuziehen. Und naja, was soll man sagen? West Ham zwar ein starker Gegner, aber momentan eine relativ gute Form. Gegen Everton hatte es nur am Tor gescheitert. Das wollten sie einfach nicht erzielen. Mal sehen, wie das Ganze heute laufen sollte. Spironi in den letzten Spielen wenig gefordert. Mal sehen, wie das heute werden sollte. Hier gegen die Hammers. Alex Song auf der 6 sollte der ja, Zerstörer sein vor der Abwehr. Der vor allem den wichtigsten Spieler bei ja, Crystal Palace aus dem Spiel. Und zwar Williams. Jeskel in dem Tor dahinter, beziehungsweise davor. Dann Jenkins in der Verteidigung mit Reed und Tompkins. Cresswell auf links. Song Kouyaté, Noble und Downing im Mittelfeld und vorne in der Sturmspitze. Andy Carroll, der ehemalige Millioneneinkauf von Liverpool. Und Ana Valencia, der Neuzugang im Sommer aus Ecuador, beziehungsweise ecuadorianischer Nationalspieler. Wie gesagt, auf der 6 stand Alex Song, der sollte eben diesen Zehner Williams, ja, quasi in Schach halten. Dahinter spielten Spironi, Hoffmann, Dan, Kelly, Suare, Mats, Wanyama, Panchian, ja, Zaha, eben Williams und Dwight Gale. Das heißt, drei Änderungen, Panchian in der Startelf, genauso wie Mats und auch Kelly auf der Rechtsverteidigerposition. Und die spielten relativ gut in der Anfangsphase. Mats hier, einer der Neuen, setzt sich gleich direkt mal ein, 28 Minuten schon gespielt. Er versucht es immer mal mit dem Ball nach außen, der kommt nicht ganz durch. Allerdings war das so ein bisschen allgemein das Problem auf beiden Seiten. Die
verspielten sich ziemlich oft mit Fehlpässen, denn die beiden Defensivreihen standen sehr, sehr gut. Hier mal wieder Matsch mit dem Ball raus auf Wilfried Zaha. Der macht das an sich gut gegen Creswell, versucht das 1-1 gegen 1 zu gehen, macht das dann klasse und im Endeffekt verspielt er den Ball anstatt zu flanken. Das war die erste gute Aktion an sich in der Offensive von Crystal Palace. Es ging dann weiter mit West Ham United über Creswell, der auf Enna Valencia, der kann eigentlich gar nicht flanken, macht hier trotzdem Kouyaté mit dem Kopfball, aber da ist Pironi ohne größere Probleme, diesen schwachen Kopfball des Senegalesen anzunehmen. Und dann kam Williams. Wie gesagt, der sollte eigentlich zerstört werden. Hier allerdings schafft es Song nicht. Und da kommt der Ball auf Wanyama mit der Hacke wieder auf Williams. Der schiebt wieder ganz alleine. Matsch mit dem Ball raus auf Dwight Gayle. Normalerweise Stürmer, kann den Ball mit der Hacke hier aber zurücklegen auf Zaha. Der macht das klasse, die Flanke mit links. Da ist Williams in der Mitte. 1-0. Kopfballtor von Waliser. 1,68 groß und bereits das zweite Kopfballtor für ihn in der laufenden Spielzeit. Nicht im laufenden Wettbewerb, aber schon in der Premier League hat er nach dem Eckball getroffen. Und hier wieder nicht genug bewacht von Alex Song. Den muss er da besser unter Kontrolle haben, den kleinen Waliser. Der Kameruner immerhin relativ groß gewachsen. Und der Waliser, naja, der macht trotzdem ein Kopfballtor. Man kann sich die Szene nochmal angucken. Da stehen eigentlich genug große Leute im 16er. Und die Flanke kommt trotzdem perfekt. Natürlich auch schön rausgespielt von Crystal Palace. Drei Leute, keiner kann den kleinen Williams decken. Und im Endeffekt ist dann ja Jeskelein chancenlos dabei gegen den Pfosten und rein. Schöner Kopfball von Williams, der beste Mann auf dem Platz bis zu diesem Zeitpunkt, macht das 1-0. Auf der anderen Seite, von der, ja, zumindest auf der anderen Seite der Hälfte von West Ham, gab es dann nochmal eine Flankenchance. Panchin, der vergibt aber. Und dementsprechend ging es in die Halbzeit mit einem 1-0 für Crystal Palace. Die mitgereisten Fans waren natürlich hochzufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaft. Die hatte richtig gut gespielt. Und in der zweiten Halbzeit musste West Ham jetzt angreifen. Die wollten natürlich hier nicht unbedingt so sang- und klanglos aus dem Pokal rausfliegen. Und Crystal Palace stand hinten gut. Das heißt, es musste ein offensives Feuerwerk abgebrannt werden. Mal sehen, ob sie das taten. Wir springen rein in die erste Szene. Und die, da war tatsächlich auf Seiten von West Ham. Das ist Noble mit dem Ball auf Carroll. Die beste Chance bisher. Spironi ist dazwischen. Klasse Tat des Argentiniers gegen den Engländer. Der versucht mit seinem starken Linken allerdings ja nicht ganz platziert genug, um den Argentinier zu überwinden. Auf der anderen Seite gab es mal wieder eine gute Chance für Crystal Palace über Zaha. Der mit dem Ball auf Matsch und der mit der Flanke auf den zweiten Pfosten auf Panchin. Der kommt nicht ran, aber da ist ja immer noch Dwight Gayle, der versucht direkt mal abgefälscht zur Hecke, keine Torgefahr für Jeskelainen, ist das kein Problem, der muss nämlich gar nicht eingreifen, aber sie versuchten es weiter und auf der anderen Seite gab es die größeren Chancen, allerdings machte West Ham nichts daraus, der Ball von Noble, der weiß nicht wohin damit, spielt den Ball dann auf Stuart Downing, der Ball kommt zu Kouyaté, den muss er ein bisschen gefährlich aufs Tor in der Senegalese, eigentlich Innenverteidiger heute im Sechser, beziehungsweise auf dem Sechser im defensiven Mittelfeld, macht den hier nicht rein, wie der Carroll über außen, auch er ist eigentlich kein Flankenkönig, schafft es hier aber trotzdem den Ball gut reinzubringen, weil Valencia und Spironi wieder da, der machte eine klasse Partie der Argentinier, unüberwindbar anscheinend für die Offensive von West Ham, dann gab es einen Wechsel auf der anderen Seite in der Offensive, Dwight Gayle ging aus der Partie, genauso wie Jordan Mutch, dafür Damien Delaney und Fraser Campbell eingewechselt, das heißt nochmal ein Stürmer und ein Verteidiger für die letzten Minuten mit Kopfballstärke, damit man gegen Valencia und Carroll eine Waffe hatte. Und wir gehen direkt mal in den folgenden Einwurf, ausgeführt auf der rechten Seite von Panchin. Der kommt nämlich direkt mal auf Williams mal wieder, der mit der Flanke. Und da ist Fraser Campbell, 20 Sekunden auf dem Platz und direkt das Tor, 2-0, 87. Minute. Deckel drauf, die Entscheidung im Bolaing Ground. Was für ein präziser Kopfball von Campbell. Und wir werden gleich in der Wiederholung sehen, das war ganz, ganz eng. War der Ball drin oder nicht? Die Torlinientechnik sagt hier, nachdem der Ball wieder aufgesprungen ist, Tor, auch wenn der Ball nicht wirklich drin ist, wie wir hier sehen können. Aber anscheinend war er irgendwann mal drin, sonst würde die Torlinientechnik das wohl nicht so erkennen. Also 2-0. Regelkonform für Crystal Palace gegen West Ham United. Die versuchten aber immerhin nicht aufzugeben, während wir hier nochmal einen schönen Kopfball sehen. Jeskelein natürlich ohne Chance gegen dieses wuchtige Ding. Sieht aus, als wäre er hinter der Linie gewesen. Aber wie gesagt, ja, West Ham steckte nicht auf. Die versuchten es weiter und zwar mit einem Eckball in der 90. ausgeführt von Alex Song. Der hatte gegen Williams nicht gut ausgesehen. Die Ecke bringt da auch nicht so gut rein. Kommt zu Tompkins, der kommt aber nicht ran, ebenfalls eingewechselt. Und dann der Fehler von Noble. Ballverlust gegen Delaney. Wie gesagt, ebenfalls eingewechselt. Mit dem Ball nach vorne auf Fraser Campbell. Ebenfalls eingewechselt. Die beiden ja gleichzeitig vor 5 Minuten gekommen. Der setzt sich durch gegen Reed, ist deutlich schneller als der Neuseeländer. Frei vorm Tor von Jeskelein, der ist dran, aber steht 3-0. Doppelpack von Fraser Campbell in der 90. Minute macht er das Tor zum 3-0 und damit endgültig den Deckel drauf. Also wenn er vorher nicht fest war, ist er jetzt auf jeden Fall. Weiß Tompkins kommt nicht hinterher, Reed wurde stehen gelassen. Jeskelein chancenlos, tut sein Bestes, kann nichts machen gegen Williams. Nicht gegen Williams, gegen Campbell. Es war das 3-0. Es ist das Endresultat in der Höhe definitiv nicht verdient. West Ham hätte den Anschlusstreffer eventuell erzielen können. Schafft er es aber nicht und dementsprechend, ja, bleibt es beim 3-0 für Crystal Palace. Diesen eine Runde weiter und zu Hause im Bolaing Ground fliegt West Ham aus dem Cavalier One Cup. Ein in der Höhe definitiv nicht angemessener Sieg, allerdings ist es im Endeffekt ein Sieg, was wunderbar ist, denn es war ein richtig, richtig schönes Spiel unserer Mannschaft. Die Einwechslung von Finne und von
Fraser Campbell, genauso wie von Delaney, hat auf jeden Fall noch was gebracht. Das war sehr, sehr schön. Und ja, wir sind weiter, glaube ich, sogar schon im Pokal damit. Was, ja, das ist ja unfassbar, dass ich mal im Pokal weiterkomme. Ja, 2000 Euro haben wir dafür bekommen, der Wahnsinn. Mitrovic hier, Mielitz haben wir dazu bekommen, Gief haben wir dazu bekommen, Bakayoko haben wir dazu bekommen, Reinhardt, der eventuell interessant wäre. Ja, Kunan, Chigerchi, ja, immer noch interessant, aber naja, mal sehen. Dazu, ja, nee, Abschlussberichte einfach nur, okay, alles klar. Spiel gegen Leicester, auch das werden wir in dieser Episode noch machen, warum nicht, ich habe Bock. Ja, Campbell wird in den Sturm kommen und zwar für Gale, Panjian wird wieder rausgehen. Und Bolasie wird reinkommen. Leider Gottes, ich finde es Form komplett runter. Aber das wird schon wieder. Ward geht auf die Rechtsverteidigerposition für Kerr. Nee, doch nicht. Bleibt mal draußen. Dafür geht aber. Nee, lassen wir alles so. Was war das gerade für ein Geräusch? Egal. Gut, ich würde sagen, damit gehen wir ins letzte Spiel der Episode gegen Leicester City. Das könnte mal wieder relativ schwierig werden. Aber wir spielen ja zu Hause gegen Aufsteiger. Deswegen sollte es im Idealfall einfach werden. Und mal sehen. Vielleicht können wir ja vorrücken. Vorrücken auf Platz. Mal sehen. Viel Spaß und bis gleich. Premier League Alltag im Sellers Park nach dem Erfolg im Pokal, im Capital One Cup gegen West Ham kam nun Aufsteiger Leicester City ja, zu Crystal Palace ins Stadion, quasi nach Hause und man wollte zu Hause mal wieder einen Sieg holen in der Premier League, nur 0-0 gegen Everton und jetzt gegen den Aufsteiger sollte es genauso gut klappen wie eben gegen West Ham. 3 Tore hatte man da erzielt im fremden Stadion, hier sollten es heute 5 werden zumindest, wenn es nach den Wahnvorstellungen von MGT ging, er hat in der Pressekonferenz gesagt, 5 Tore wären ideal, jeder Offensivakteur einmal. Das wäre ein absoluter Traum. Keine Frage, wäre auf jeden Fall ein Traum. Crystal Palace mit Spironi, Kelly, Dan, Hoffmann und ja, auch Suare in der Verteidigung. Zaha, Wanyama dann davor zusammen mit Macho Bolasie und im Sturm Williams und Campbell, der in der Startelf nach seinem Doppelpack im Pokal Dwight Gayle nur auf der Bank, genauso wie Panchian. Ja, Kelly war drin gelassen, denn er hatte gut gespielt gegen eben West Ham United. Hat er kaum was zugelassen und durfte dementsprechend heute wieder ran. Schwarzer, Simpson, Wasilewski, Anderson und Hood in der Verteidigung. Konchesky dann noch, also Fünferkette bei Leicester City. Die sehr defensiv, die wollten keine Gegentore kassieren. Davor dann Drinkwater, Cambiaso und Lawrence zusammen noch mit Knockout und Kramaric in der Sturmspitze. Der Neuzugang ja, war ja gekommen im Winter, hatte Angebote der Blues beispielsweise von Chelsea ausgeschlagen und war jetzt ja bei Leicester City angekommen. Erste Szene der Partie, mal wieder startete Crystal Palace stark. Williams mit dem guten Ball auf Bolasie, der wieder mit seinem gewohnten Trick macht das klasse, die Verteidiger aussteigen. Da ist dann Campbell in der Mitte, kein Fallrückzieher, sondern der Kopfball. Ja, und im Endeffekt bringt der dann nichts sonderlich Großes mehr ein als, ja, eine Abwehraktion von Robert Huth. Dann kam es zur 16. Minute und zu einem Foul von Dan, der da ungestüm in den Zweikampf geht gegen Knockout und es gibt dann einen, gegen Lawrence, Entschuldigung, und es gibt dann einen Freistoß aus aussichtsreicher Position für eben Leicester City und Kramaric, der kann Freistöße, lässt sich gar nicht lange Zeit, macht das schnell. Suare auf der Linie, kommt nicht mehr ran, 1-0 Crystal Palace, liegt hinten gegen Leicester City, der Aufsteiger führte und das gibt es überhaupt nicht. Was für ein Tor von Kramaric, das ist sein erstes in der Premier League und das war wirklich ein richtig, richtig schönes Ding. Suare ohne Chance, da irgendwie noch an den Ball zu kommen. Er versucht es, er kommt nicht ran. Spironi chancenlos und dementsprechend 1-0 für den Aufsteiger. Im fremden Stadion, muss man auch mal dazu sagen, das ist auf jeden Fall eine große Überraschung. Aber Crystal Palace wollte genau das definitiv nicht auf sich sitzen lassen. Und naja, gucken wir einfach mal, wie sie reagierten. Direkt nach dem Anstoß gab es dann die folgende Szene. Zunächst mal sehen wir nochmal das schöne Gesicht von Kramaric, der das Tor gerade erzielt hatte. Und jetzt kommt die Gegenreaktion. Lawrence mit dem Fehler hier auf Wasilewski zu spielen, der nimmt den viel zu weit an. Campbell ist dazwischen, der spritzt da klasse dazwischen, der Ball in die Mitte und da ist Williams! 1-1, 20. Minute. Der direkte Gegentreffer, die direkte Antwort von Crystal Palace. Natürlich vom besten Spieler der letzten Wochen. Fraser Campbell macht das klasse, der schöne Pass mit der guten Übersicht und dann gegen die Laufrichtung von Wasilewskis, ja, Hintermann quasi da hinten drin. Der kann absolut gar nichts machen gegen diesen Schuss von Williams. Es steht 1-1 und Crystal Palace machte weiter. Williams treppt wieder den Ball nach vorne, macht das klasse dagegen die Verteidigung, der Ball auf Matsch rausgespielt, der legt nochmal einen weiter auf Wilfried Zaha und der, ja, macht das wieder gut mit dem Pass in den Rückraum zu Fraser Campbell, der Schuss, gute Parade wiederum vom Hintermann von Leicester City, es gibt den Eckball und Ecken, die können die allerdings, das ist ganz, ganz wichtig zu beachten bei dieser Geschichte, denn sie haben Kopfball stark gespielt, nicht nur Dan, nicht nur Delaney, der draußen sitzt, nein, auch beispielsweise ein Fraser Campbell, wie wir ja unter der Woche im Pokal gesehen haben, die Ecke kommt von Zaha, allerdings kommt die ein bisschen komisch,
Wanyama sehen wir da, der steht ein bisschen außerhalb, eher an der 16er Kante und der legt den wunderbar ab und zwar für Suare. Der hat eine Idee, 2:1, 27. Minute, was für ein Tor vom Senegalesen, das zweite Tor bereits in dieser Saison für den Linksverteidiger, der Neuzugang von Lille, macht das hier klasse, keine Chance für Marc Schwarzer, der hatte absolut keine Abwehrgelegenheit, der Australier geschlagen vom Senegalesen und mit was für einem Strich, wunderbares Ding, das Freistoßtor war schon schön und dieses Ding ist auch ein richtiges Traumtor von Suare. Wie gesagt, ein zweites Tor für den Linksverteidiger äußerst außergewöhnlich. Allerdings blieb es am 2:1 bis zur Halbzeit keine weiteren Aktionen mehr von Crystal Palace. Die spielten besser nach vorne als Leicester, belohnten sich aber nicht wunderbar dafür. Es blieb also beim 2:1 nur ein Tor Vorsprung. Wie schnell das weg sein kann, hat man durch den Freistoß von Kramaric gesehen. Allerdings auch auf der anderen Seite, wie schnell man das Ganze wieder ausgleichen kann. Innerhalb von 10 Minuten hatten sie das 2:1 erzielt. Nach 10 Minuten nach der zweiten Halbzeit, beziehungsweise nach Beginn der zweiten Halbzeit, kam dann Finne für Saha, der ein relativ durchwachsenes Spiel abgelieferte. Und es ging weiter nach vorne auf Seiten von Leicester City. Die versuchten jetzt immer mehr nach vorne zu kommen. Kramaric wieder beim Freistoß. Kann er ja dann in der ersten Halbzeit bewiesen. Die macht das diesmal wieder direkt und das war abgefälscht. Dementsprechend kein Problem für Speroni, der den Ball diesmal festhält. Allerdings spielten sie weiter gut und es kam, wie es kommen musste. Knockout nicht richtig angegriffen von Hoffmann und das ist der Fehler. In der Mitte ist Kramaric. Na, nicht frei, aber Lawrence dafür und es steht 2:2. Leicester City mit dem Ausgleich, bitter für Crystal Palace, deswegen die gesenkte Stimme. Natürlich denkt man eher, dass Kramaric den Ball bekommt, auch der stand relativ frei, aber vorne ja komplett offen dann Lawrence und der macht einfach mal das 2:2. Es war ein schönes Tor, keine Frage, er hatte das 2:1 ja quasi mitverschuldet, das 1:1 eher mitverschuldet, hatte dafür das 1:0 rausgeholt und hier hätte Wasilewski fast sein zweites Tor verschuldet. Finne erobert sich den Ball eingewechselt, wie wir gesehen haben, setzt sich klasse durch. Julian Schwarzer ist da mit einem klasse Reflex. Wasilewski klärt dann im Endeffekt den Ball, den er selber verschuldet hat. Die Chance noch nicht vorbei. Gell mittlerweile eingewechselt nochmal auf Finne. Der versucht mit dem Ball auf Matsch. Der Kopfball aber abgewehrt. Immer noch nicht vorbei. Ball kommt nämlich zu Hoffmann. Die machen jetzt richtig Pressing in den letzten Minuten. Dann endgültig geklärt. Und es war die letzte Aktion dieser Partie. Leider Gottes, Crystal Palace nicht mehr mit dem Siegtreffer. Diese Ecke gab es hier nicht mehr. Es blieb beim 2:2. Palace also wieder mal um den Sieg gebracht durch ein dummes Gegentor, durch zwei dumme Gegentore und weil sie vorne ihre Chancen nicht effektiv nutzen. In der Liga ist das Problem. Im Pokal können sie es, hier können sie es nicht. In den nächsten Spielen muss eine Reaktion folgen. Nächstes Mal geht es dann weiter, unter anderem gegen Chelsea. Zwei total dämliche Gegentore, die beide nicht so fallen dürfen müssen und sollen. Und im Endeffekt verlieren wir deswegen 2 Punkte im Kampf um die internationalen Plätze, auch wenn wir da sowieso nicht hingehören. Davon mal ganz abgesehen. Aber trotzdem war das sehr, sehr doof. Das hätten wir auf jeden Fall gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. Aber haben es im Endeffekt nicht geschafft. Von daher, was hilft es, lange zu trauern? Jetzt konzentrieren, dass wir die nächsten Spiele dafür gewinnen. Denn die werden natürlich auch wieder wichtig. Mal sehen, wie das dann laufen wird. Ich bin äußerst gespannt. Wir beobachten immer noch diesen Gjönbär oder wie er heißt. Gjön, irgendwas. Kalender, gegen wen geht es denn in der nächsten Episode? Es geht gegen Hull City, gegen den Chelsea Football Club und dann gegen West Bromwich Albion. Ach nee, nur gegen Chelsea und gegen Hull City. Naja, von mir aus auch das. Danach geht es gegen West Bromwich Albion und gegen Swansea im Pokal. Wieder mal 2 englische Wochenspiele, sehr viel Ausdauer nötig, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.